Hallo meine Lieben, willkommen wieder zu meinen Tipps der Woche und Flops. Ja, ein Flop ist auch wieder dabei. Geht nicht anders. Irgendwie scheint das immer irgendwie in so eine Woche zu gehören, dass man auch noch einen Flop hat. Ja, aber bevor ich jetzt anfangen kann, es ist eine Dauerwerbesendung, weil das, was ich sage, könnte jetzt eure Kaufentscheidung beeinflussen. Und alles findet ihr unten in der Infobox. Als allererstes, ihr seht es, ich habe es nochmal probiert mit Press-on-Nails. Ich benutze aber einen anderen Kleber, den von Kiss. Mir wurde er jetzt stark empfohlen und ich muss sagen, der fühlt sich ganz anders an. Bei dem anderen hatte ich ja echt so ein bisschen das Gefühl, als wenn das einfach nur Sekundenkleber gewesen wäre. Und da ich mich mit dem Press-on-Nails eigentlich fernab von meiner Paranoia so super wohl gefühlt habe und es auch so gerne leiden mochte, habe ich gedacht, okay, probier es jetzt noch einmal mit dem anderen. Und jetzt werd nicht nervös, sondern lass es auch wirklich mal 3 Wochen drauf, so wie andere Leute es machen. Und versuch's nicht schon vorab runterzuholen. Ja, also, ihr seht es, ich habe jetzt wieder Nägel drauf und ja, mal gucken. Ich werde euch dann sagen, wie zufrieden ich damit bin oder nicht. Weil die waren doch nicht ganz so geschrottet, wie ich gedacht habe. Es war mehr so noch Kleberrückstände, die da drauf waren. Also war ich auch ein bisschen beruhigt. Also, okay, nächster Versuch mit Press-on-Nails. So, das nächste ist etwas, das werde ich euch jetzt gleich einspielen, weil ich habe mir ein Malbuch geholt mit 130 Vorlagen drin. Ich dachte, mega Deal, weil das vor allen Dingen so Malbücher waren, auf die ich eh schon einen Blick geworfen hatte, ein Auge. Und ja, jetzt sind die zusammengefasst worden. 4 Bücher, glaube ich, in einem. Und ich dachte, guter Deal und habe es mir geholt. Nur ein paar der Bilder, da fehlen definitiv Linien. Sie sind nicht, sagen wir es so. Man merkt, dass da nicht wirklich das Herz in der Gestaltung des Malbuchs drin war oder dass er flüchtig gearbeitet wurde. Es fehlen definitiv Linien, es ist nicht richtig gesetzt. Aber ich habe euch da ein paar Beispiele halt mal rausgesucht. Die sehen trotzdem bezaubernd aus, wenn man sie ausmalt. Also es ist jetzt kein richtiges, na, kauft euch das bloß nicht. Es ist nur einfach, dass ich euch informieren will, dass das nicht so gut ist, wie ich es mir erhofft habe. Aber da dafür werde ich jetzt einfach mal das einspielen und dann geht's weiter im Programm. Ja, willkommen ein wenig zum Flop der Woche. Das ist dieses Buch. Da sind 4 in 1 drin. Ich glaube, es waren 4. Und ein paar Bilder sind echt gut und ein paar Bilder machen Probleme. Seht ihr das? Es ist halt nicht gut gearbeitet. Hier überall die Linien sind nicht zu Ende geführt. Hier. Keine Ahnung, es ergibt nicht wirklich Sinn. Es ist mega schlampig gearbeitet, meiner Meinung nach. Vielleicht hat das auch alles Sinn und Zweck. Aber dass die Linien nicht bis zum Ende geführt werden, ist bei so gut wie jedem Bild so. Und wartet mal, ich habe hier jetzt schon Dinger reingemacht, damit. Ich finde die Bilder ja so sehr süß. Aber seht ihr hier, meiner Meinung nach hätte da noch irgendwas sein müssen. So sieht es ein bisschen leer aus. Okay, aber das hätte auch so sein können. Aber seht ihr hier, dass da wieder die Linie nicht richtig und es ist auf jedem Bild oder so gut wie jedem Bild einfach, dass es nicht gut gearbeitet ist. Wartet, hier hatte ich mir noch mal für euch ein Ding reingemacht. Ah ja, dann seht ihr da vorne, dass der Baum nicht richtig angesetzt ist. Also ja, was hatte ich noch? Also die Bilder mochte ich gerne, aber hier habe ich mir auch noch nicht allzu genau gesehen. Das sind diese Shop-Bilder. Es ist einfach, es frustriert mich. Es frustriert mich absolut, weil das sind so Kleinigkeiten. Hier müsste, glaube ich, noch ein Bedpost sein. Keine Ahnung. Hier ist auch aber nur einer. Keine Ahnung. Perspektivisch. Aber seht ihr, das müsste doch, oder ist das. Nee, das muss ein Fenster sein. Da sind ja auch die Striche, aber hier fehlt die Abgrenzung. Es ist also wirklich nicht sauber gearbeitet. Es ist rasch, rasch. Hier müsste hinten doch auch irgendwie zur Wand noch irgendeine Linie sein. Aber dann würde das perspektivisch meiner Meinung nach irgendwie alles nicht mehr aufgehen. Ja, ich wollte euch das nur zeigen. Ich habe mir jetzt auch noch nicht alle genau angeguckt, weil ich einfach frustriert bin schon von den ersten. Ich glaube, das hier geht jetzt. Vielleicht haben die auch am Anfang so,
in Anführungsstrichen schlampig gearbeitet, aber jetzt nicht mehr. Ich weiß es nicht. Das sieht doch ganz gut aus, so auf den ersten Blick. Nichts, was Dings ist. Aber hier sind so zwei Bücher. Einmal dieses Herbsthügel, glaube ich. Und vor allen Dingen hier dieses erste ist nicht gut. Gar nicht gut. Sehe ich da jetzt irgendwas, was. Und guck mal, wie ausgefranst die Linien sind. Seht ihr das? Das ist noch nicht mal gut vom Druck her. Verbessert sich das? Ja, das verbessert sich etwas. Aber hier ist das, seht ihr das? So hochgepixelt. Also die ersten Bilder kann man irgendwie so. Ich will nicht sagen, dass man sie vergessen kann, weil die sehen sicherlich ausgemalt gut aus. Ich meine, dann wirkt so ein Bild ja auch immer noch anders. Aber es ist halt einfach so lieblos gearbeitet, dass ich mich ärgere. Ja. Ja, wollte ich euch nur sagen, das war für mich jetzt ein bisschen ein Flop. Ja, aber wie gesagt, ausgemalt sehen die toll aus. Jede Wette, aber es nervt. Und die sind echt süß. Diese Shop-Bilder gefallen mir sehr gut. Also, es sind halt sehr oft Bilder dabei, wo einfach schlampiger gearbeitet wurde. Aber im Allgemeinen ist es gut. Nur, ich komme im Moment noch nicht über das Ärgernis so richtig hinweg. Ja, ich hoffe, dass ihr eine schöne Zeit da erstmal habt bei der Buchmesse oder aber, dass ihr zu Hause euch eine schöne Zeit macht. Ich weiß, viele von euch sind jetzt auf der Buchmesse gewesen oder sind die Woche schon über da oder wünschten sich, sie wären da. Ich mag ja so Menschenansammlungen nicht ganz so gerne. Deswegen müsste da jetzt wirklich etwas sein, was mich sehr reizt, aber nein, die Buchmesse hat mich ehrlich gesagt noch nie wirklich gereizt. Spielemessen sind was anderes, muss ich ganz ehrlich sagen. Es gibt ja auch immer diese große Spielwarenmesse. Ist die nicht irgendwo in der Nähe von Nürnberg oder so? Das würde mich dann schon eher reizen, weil ich da dann noch so ein bisschen diesen Charme hätte von diesen alten. Wisst ihr, ich finde diese neuen Spielzeugläden so total nichtssagend. Und wenn ich Bilder von der Spielzeugmesse sehe, sehe ich noch so, wie das früher in meiner Kindheit war, dass sie auch mal so ein Playmobil-Dorf einfach aufgebaut haben und so weiter. Und ja, das ist immer noch so etwas, wo bei mir so die Träume angehen. Ansonsten finde ich anstatt Buchmesse halt sehr cool. Schöne Buchläden und weniger die Messen. Ich hoffe, ihr habt trotzdem Spaß. Es geht ja auch viel darum, die Menschen zu treffen, mit denen man so das ganze Jahr halt Kontakt gepflegt hat. Und da kommen sie jetzt ja alle zusammen. Also ich hoffe, ihr habt eine gute Zeit. Das wollte ich euch nur noch gerade mal dazu sagen. Gut, kommen wir zu einem ganz anderen Thema. Das ist eher ein Tipp in Sachen Gedankengang. Ich kann euch nicht genau sagen, wo ich es aufgeschnappt habe. Das war spät abends. Ich habe durch meine ellenvielen Zeitungen auf Readly geblättert, die ich mir über Wochen jetzt schon abgelegt habe und irgendwie nicht dadurch komme. Ich komme einfach nicht dazu, die alle zu lesen. Und es ging um Erziehung, beziehungsweise es ging um Lehrer. Das muss irgendeine britische Lehrerzeitung gewesen sein. Naja, jedenfalls war da ein Artikel drin, der mich eigentlich gar nicht so interessiert hat, aber ich habe ihn dann trotzdem gelesen und dann hat er mich ins Denken gebracht. Es geht eigentlich darum, wie wichtig es ist, eigentlich Kunstunterricht an den Schulen zu haben. Was heißt Kunstunterricht? Auch einfach solche AGs, wie Theater-AG, Chor, diese ganzen Sachen. Ich weiß, dass ich total darunter nicht unbedingt gelitten habe, ist falsch, aber ich glaube, es hätte mir meine Schulzeit viel, viel einfacher gemacht, wenn wir nicht so einen mega elitären Lehrer gehabt hätten in der Theater-AG, der gesagt hat, nur ab einem bestimmten Alter darf man dabei sein. Ich glaube, dass ich das Theaterspiel echt gebraucht hätte als junges Mädchen und ich glaube, einer Freundin von mir wäre es ebenso gegangen, weil ich glaube, wir hatten diesen Input, oder diesen Wunsch, auch andere Rollen auszuprobieren, uns in anderen Rollen auszuprobieren oder einfach auch dieses kreative Teil von etwas zu sein und ein Bühnenstück aufzubauen, keine Ahnung. Ich habe sogar noch mal den Lehrer, wo ich extrem schüchtern war, darauf angesprochen, ob sie nicht eine Ausnahme machen könnten. Das war für mich echt
Na, da seht ihr, wie wichtig mir das war, weil ich war wirklich das schüchternste Kind, was ihr euch vorstellen könnt. Und ich habe mich trotzdem überwunden, aber da war ein ganz klares Nein. Ich konnte nur in den Chor gehen, das bin ich dann auch, aber das war nicht so meins. Und ich glaube, die Theater-AG wäre wirklich gut für mich gewesen. So, und hier ging es halt in diesem Artikel darum, wie wichtig so eine Theater-AG oder überhaupt die Künste in den Schulen sind und wie weit sie helfen können wegen Integration und so weiter. Und das war nur ein kleiner Artikel, dass man nicht noch immer weiter kürzen darf und vielleicht auch mehr Geld dafür zur Verfügung stellen sollte. Und ich habe nur gedacht, ja, eigentlich müsste da mehr Geld reinfließen. Ich weiß, dass die Lehrer komplett jetzt schon überlastet sind. Gehen wir jetzt mal gerade in Sinas Utopia. In Sinas Utopia würde ich sagen, dass in die Schulen ganz viele AGs müssten, damit die Schüler außerhalb des Klassenverbandes auch vielleicht übergreifend über verschiedene Altersschichten zusammenkommen und gemeinsam an etwas arbeiten und auch wirklich miteinander agieren müssen. Im Chor zum Beispiel mussten wir nicht miteinander agieren, da mussten wir auf die Chorleiterin reagieren, aber es kam nicht so dazu, dass wir mit anderen ins Gespräch gekommen wären vom Chor, was schade ist, weil gerade diese AGs hier eigentlich dazu da sein sollten, dass man etwas gemeinsam macht. Ich habe auch gesehen, dass irgendwie war das letztes Jahr jemand einen Preis hier, Deutschen Lehrerpreis, keine Ahnung, bekommen hat für seine Robotik-AG. Und ja, es sind die Sachen, die die Lehrer noch einfach so obendrauf stemmen und das müsste gut bezahlt werden und da müsste auch mehr reingegeben werden in meinem persönlichen Utopia. Weil, und da bin ich dann so in meinen. In mein kleines, wie nennt sich das, Rabbit Hole gegangen und auch in meinem Kopf, in meinen Labyrinthen, die ich da erstellt habe, habe ich mich ein bisschen verlaufen, wo ich darüber nachgedacht habe, wie wichtig eigentlich AGs sind und wie das kann nicht ausgelagert werden von der Schule raus. Musikschulen und so weiter, gerne. Toll, dass es die gibt für Eltern, die Geld haben. Aber ich finde, dass viel mehr gemacht werden muss innerhalb der Schule, innerhalb des Schulrahmens, dass die Kinder nicht noch mal extra woanders hin müssen, sondern es wirklich zentral in den Schulen stattfindet, dass Sportvereine da sind und dass alles immer wieder einen Schulbezug hat. Und ich glaube, dass das sehr, sehr viel bringen könnte. Alleine weil ihr lernt, als Team zu fungieren, als Team ein Theaterstück zum Beispiel, ja, zu designen. Da sind Leute, ich weiß noch, ich war einmal der Räuber in der Grundschule bei diesem Krippenspiel und ich habe das sehr gut gemacht. Ich war einmal, war ich die Prinzessin auf der Erbse. Was war ich noch alles? Ja, ich hab diesen künstlerischen Outlet auch echt gebraucht. Ich habe bei Sterntaler habe ich diese Tafeln bedient, diese Schneeflockentafeln und so weiter. Aber es kamen ja ganz viele Jobs zusammen, vom Bühnenbild über Kostüme, über sich was einfallen lassen und so weiter. Und das schweißt doch letztendlich ein Team zusammen. Dieses gemeinsam etwas erarbeiten, worauf man dann auch stolz sein kann. Ich war Professor Lupin. In der Schule war ich noch irgendwas. Und ich hatte tatsächlich damals ich habe viele Schulen gewechselt, aus unterschiedlichsten Gründen, nicht weil ich geflogen wäre, sondern egal. Umzüge und halt dann auch nochmal Verbesserung in den Schulen und so weiter. Naja, jedenfalls in der einen Schule hatte ich ziemlich freie Hand. Da war ich auch Klassensprecherin. Und ich weiß selber nicht, wie ich dazu gekommen bin. Jedenfalls war da unheimlich viel Kreativität erlaubt. Das heißt, eine Freundin von mir konnte sehr gut tanzen. Die hat halt dann orientalischen Tanzkurs gegeben. Wir waren in der 5., 6. Klasse. Da wurde uns viel, viel freie Hand gelassen. Es war ja auch eine Ganztagsschule und es waren wenig Lehrer da. Wahrscheinlich war deswegen die Sache, du willst irgendwas machen? Hier ist ein Raum. Viel Spaß. So, ich konnte Theaterstücke mit einer Freundin zusammen halt inszenieren, wo wir Dornröschen aufgeführt haben. Da war ich die Königin und
Sie war halt Balletttänzerin und dann haben wir noch Ballett mit reingebunden. Dann kam Titanic, dann haben wir so ein, so Céline Dion, so ein kleines Theaterstück aufgebaut rund um dieses Lied My Heart Will Go On. Meine außerschulischen Sachen waren sehr viele, worum ich mich gekümmert habe. Ich war auch da im Chor, ich war hier, ich war da, ich war dort, so dass meine Noten vielleicht nicht ganz so gut waren und meine Eltern dann irgendwann mal meine Schulhefte geguckt haben und haben gesagt, so, runter von der Schule. Was sie später sehr bereut haben. Sie haben mich dann nämlich aufs Gymnasium gegeben und da war da nichts mit Kreativität und da habe ich nicht mehr diese Outlets gehabt und wurde sehr unglücklich, weil Theater AG war halt auch nicht für mich vorgesehen, weil ich noch zu jung war. Und diese ganzen AGs, wir kamen über die Klassen miteinander ins Reden. Ich fand das unheimlich wichtig und ich habe mich jetzt jahrelang nicht mehr wirklich daran erinnert. Und wenn ihr Integration wollt, wenn ihr wirklich Gemeinschaft schaffen wollt, sind doch letztendlich AGs, wo man gemeinsam etwas erschafft, was andere dann auch vielleicht wahrnehmen als Programm. Mein Gott, was war? Es war Projektwoche und wir hatten das Team Harry Potter. Und was waren wir stolz, dass wir die AG waren, wo halt die Leute mega Schlange gestanden haben, wo die Leute hin wollten, wo wir noch extra Vorführungen machen mussten, weil es immer voll war. Und ich glaube, dass das ganz, ganz wichtig ist und dass da nicht an Geld eingespart werden sollte. Ganz im Gegenteil, gerade in unserer jetzigen Gesellschaft geht es ja darum, zusammenzufinden, gemeinsam Grund zu bauen. Und damit meine ich jetzt nicht Leute, alle Theater AG und alle ab in den Glee-Club sozusagen. Nein, es gibt die Sportler, es gibt die Leute, die gemeinsam musizieren wollen, es gibt die Leute, die gerne Theater spielen wollen, es gibt aber auch die Leute, die gerne ja, zum Beispiel Roboter bauen. Und ich weiß, dass wir es den Lehrern nicht so auflasten können, aber vielleicht könnten wir es in Schulen integrieren, irgendwie stärker, weil ich denke, das würde uns als gesamte Gesellschaft sehr helfen, wenn wir erstens, die Jugendzentren gibt es ja nicht mehr. Früher war immer so auch eine Idee, die ich irgendwo noch im Kopf hatte. Ich habe gehört, es gibt ja irgendwo Jugendzentren, aber das waren dann auch so mehr Orte zum Rumhängen, Abhängen. Ich weiß, dass irgendwo ich mal gehört habe von Klassenkameraden, dass in irgendeinem so kleinen Dorf ein Jugendzentrum war, da gab es einen Billardtisch. Aber es ist ja nicht diese Teamarbeit gefragt, dieses wirklich zusammen auch auf etwas stolz sein können. Und das habt ihr im Sport, das habt ihr in diesen ganzen Sachen, aber es ist nun mal etwas, dafür müsst ihr auch sehr privilegiert sein, weil es von den Schulen an sich nicht mehr gehalten wird. Und ich habe alleinerziehende Mütter im Bekanntenkreis. Ich habe Familien kennengelernt, die kein Geld dafür haben. Und da gerade das sind doch die Leute, die wir auffangen müssen, wenn wir doch so der Presse und allem mal vertrauen, wer da aufgefangen werden muss in unserer Gesellschaft. Und da tut sich halt eine Mega-Schere auf. Ja, könnte ich jetzt noch lange drüber reden, will ich gar nicht. Ich wollte euch das nur einfach mal als Gedankengang mitgeben, weil, wie gesagt, ich habe diesen Artikel gelesen. Ich kann euch auch wirklich nicht mehr sagen, in welcher Zeitschrift das war. Und da ging es eigentlich nur darum, dass es nicht sein kann, dass Lehrer für so wenig Geld solche Arbeiten machen, wo die doch so wichtig sind. Ja, und da habe ich dann drüber nachgedacht und denke wirklich, dass es verdammt wichtig wäre, viel in diese Richtung anzubieten und halt das auch wirklich von Schulen auszumachen, weil das sind die Orte, an denen die Kinder hingehen und es sollte kostengünstig sein, sollte halt alles sehr zentral erreichbar sein. Und wenn die Kinder eh in der Schule sind, müssen dann vielleicht noch mal 2 Stunden überbrücken, aber haben da Orte, wo sie sich aufhalten können und so weiter. Na, die Jugendzentren sind hier hauptsächlich dicht. Ich wüsste nicht, dass ich noch von irgendeinem gehört habe. Und dann geht es ja auch wirklich darum, gemeinsam etwas zu erschaffen, gemeinsam etwas zu tun. Was unheimlich gut ist für die Psyche, weil, wie viele habe ich gehört, die unheimlich schüchtern waren und trotzdem halt im Theater oder in der Musik aufgeblüht sind. Wie gesagt, ich habe vor Bekannten und so weiter keinen Ton rausgekriegt. Mir war es aber trotzdem so wichtig,
dass ich sogar für eine Hauptrolle vorgesungen habe. Nein, ich habe sie nicht gekriegt. Und ich würde jetzt heutzutage auch sagen, ja, zu Recht. Aber da sieht man einfach, wie wichtig mir das war, diese Sachen auch in Anspruch zu nehmen, obwohl ich so ein mega schüchternes Kind war. Und in dem Moment würde ich wirklich sagen, wir sollten da vielleicht mal hindenken, dass wir das nicht wegrationalisieren dürfen, sondern viele Angebote geben können. Die Kirchen schaffen das auch nicht mehr, weil kaum noch Leute in der Kirche sind. Das war ja auch so, ich hatte eine Freundin, oder sie ist noch meine Freundin, die ist aber, es war die Mutter meiner Schulkollegin, so könnte man sagen. Also die Mutter von einer, mit der ich in einer Klasse war. Ich bin jetzt mit der Mutter befreundet und die hat zum Beispiel Bastelkurse von der Kirche ausgegeben und sich da auch sehr engagiert eine Zeit lang. Und das fällt ja auch mittlerweile weg. Also ich finde es enorm wichtig, halt diese Angebote zu schaffen. Gut, so. Dann beschäftige ich mich im Moment mit dem amerikanischen Bürgerkrieg. Möchte ich euch jetzt auch gar nicht so viel da aufmachen und gar nicht so das Fass aufmachen. Aber ich bin gerade bei der Gettysburg-Schlacht, die ich versuche zu verstehen, wie, wer, wo, was. Man hört immer Gettysburg-Address von Lincoln, diese Rede, die ja sehr kurzbündig ist, vom Volk für das Volk. Irgendwie kriege ich es nicht, nie auf die Reihe. Durch das Volk, für das Volk, vom Volk, keine Ahnung. Gettysburg Address. Jedenfalls sehr bekannt in den USA, glaube ich, eine der wichtigsten Reden, die je gehalten wurden. Aber wenn ihr euch auch dafür interessiert, ich habe dir jetzt angefangen, Artikel darüber halt zu lesen und dann habe ich mir gedacht, wie sieht denn das aus? Ich höre immer der Hügel oder lese immer der Hügel, der Hügel, der Hügel. Wie sah denn das aus? Und dann habe ich es mal eingegeben, ob mein lieber Lieblings-YouTuber auf dem Gebiet, Justin, also Justin Skartnik-Ficht, einen Bericht gemacht hat darüber. Der ist ja auch sehr geschichtlich interessiert. Und ja, er war beim Schlachtfeld von Gettysburg. Er hat das gezeigt. Dieser Hügel wäre für mich noch nicht mal der Rede wert als Hügel. Ich komme aus einer sehr hügeligen Landschaft. Also, ne, das ist für mich nicht der Rede wert. Wenn ich an Hügel denke, denke ich so Märchenstraße runter bis nach Kassel, Hannover, Schmünden. Da ist ja die Welt wie gefaltet. Da ist es eine so, ich würde sagen, Anhöhe, kein Hügel, nicht nach meinen Verhältnissen. Aber die Leute mussten trotzdem in absoluter Hitze Hügel hoch und es war ein einziges Abschlachten, diese Schlacht. Und es war eigentlich auch gar nicht so geplant. Sie hatten gedacht, das wird eher ein Scharmützel. Dann wurde es zu einer der wichtigsten Schlachten im Bürgerkrieg. Und diese kleine Stadt, die auf einmal im Zentrum stand. Und ich fand, Justin hat das auch sehr, sehr gut gemacht, dass er halt. Er hat ja eh die Prämisse, ich hatte irgendwann mal ein Interview mit ihm gesehen, dass er die Prämisse bei seinem YouTube-Channel hat, dass er die Leute mitnimmt und ihnen zeigt, was drumherum ist. Also nicht nur die Sehenswürdigkeit an sich, sondern was ist das für ein Feeling, wenn du da bist? Nicht nur das Geburtshaus von Mark Twain, sondern wie sieht die ganze Straße aus? Was ist auf der anderen Seite der Straße? Euch wirklich mitgeben und euch wirklich ein Rundumgefühl zu geben für den Ort. Und naja, jedenfalls bin ich im Moment bei der Gettysburg-Schlacht und wenn ihr euch auch dafür interessiert, ich versuche euch das zu verlinken. Er hat ein Video, wo er mal wirklich dieses Schlachtfeld zeigt. Dann hat ein Video drin, wo er im Museum ist von Gettysburg. Und ich im Zuge dessen eines der genialsten Museen, die ich je gesehen habe. Darüber hat er auch neulich einen Bericht gemacht, weil er mit seinem Sohn die Route 66 nochmal runtergefahren ist. Und er war in Springfield, Illinois. Das ist die Stadt von Lincoln und da gibt es ein Lincoln-Museum. Leute, es ist die Wucht, es ist die Schau, es ist so genial. Ihr werdet dann wirklich durch das Leben von Lincoln geführt. Es ist so toll fertig gemacht, es ist wow. Und dann war er noch beim Grab von Lincoln und ja, also da wird Geschichte richtig lebendig. Es ist ein Megateil. Und dazu kann ich euch dann wiederum empfehlen, dass ihr vielleicht mal, wenn ihr Englisch könnt, euch die History Chicks anguckt, wenn ihr noch tiefer in das Thema reingehen wollt. Und dann halt mal den Podcast über Martha
Washington hört und nicht über Martha Washington. Das wäre, der war auch gut. Über Mary Todd Lincoln. Das war die Frau von Lincoln. Und hochgradig interessante Geschichte, super dramatisch, super tragisch. Ja, es ist alles eigentlich drin bei dieser Frau, womit man sich richtig aufregen kann. Der Sohn, der sie noch für bekloppt erklärt hat und ach, ganz übel. Und diese Frau, die wirklich sehr gebeutelt war, dadurch, dass ihre Kinder gestorben sind, dann hat sie Seancen im Weißen Haus abgehalten. Also es ist schon sehr, sehr interessant, wenn ihr euch mit Lincoln beschäftigt. Und ich liebe es ja, die persönliche Seite von den Personen zu erfahren. Und da ist dann halt, wenn ihr euch mit Lincoln und der amerikanischen Geschichte beschäftigen wollt, finde ich eigentlich immer über die Frauen ein guter Weg, mich beim Interesse zu halten. Weil ich dann erstmal die Personen und die Zeit verstehe, bevor ich mich dann mit der Politik der Gatten auseinandersetze, was mich ehrlich gesagt weniger interessiert, weil ich eigentlich großes Interesse an den Menschen habe und weniger an dem, was sie tun, sondern wie sie denken, wie sie fühlen, wie ihr Alltag ausgesehen hat. So, also wenn ihr euch auch dafür interessiert, ist das vielleicht ein Tipp. Das nächste, was ich für euch habe, ist, dass ich, aber das ist schon wieder ein paar Wochen her, und ich hatte euch auch dazu eigentlich eine Einzelrezension aufnehmen wollen, aber irgendwie komme ich dann doch nicht dazu, weil, oder ich habe es getan, aber irgendwie, wann soll ich sie hochladen? Ich habe da mittlerweile auf dem Zweitkanal so viele Rezensionen, die hoch sollen ins Netz. Und ja, deswegen mache ich das gerade hier für alle Leute, die es interessiert. Ich habe den Film geguckt, As Gouda As It Gets, ich glaube, von Dü der Liebe. Und da geht es halt um einen kleinen Käseladen in Vermont. Er wird geführt von einer Brie, ja, Num ist um. Und es geht darum, dass sie an einem Käsewettbewerb teilnimmt mit ihrem Mega-Gouda, und ja, dann kommt da so ein Typ, so also ein Promi Käse Rezensierer von irgend so einem Blog hin, und er hat auch ein Buch über Fondue geschrieben und so weiter, und ja, er sagt, er möchte gerne für seinen Blog halt eine, ja, sie vorstellen als eine, die Käse macht, und so kommen die sich näher, und dann ist ja noch dieser Wettbewerb, und ja, es ist ganz nett, aber mehr als nett war der Film auch nicht, deswegen lohnt sich eigentlich auch nicht wirklich eine Einzelrezension, aber wenn ihr Käsefans seid, dann könnte euch der Film natürlich gefallen. Also nur nochmal als Anmerkung, As Gouda As It Gets. So, dann habe ich einen Podcast-Tipp für euch. Ich höre ja unheimlich gerne Kalk und Welk. Höre ich jetzt seit Monaten, eigentlich jede Woche. Ich glaube nicht, dass ich einen verpasst habe. Und letztes Mal von diesem Mittwoch, den fand ich sehr, sehr gut. Der hat mir so ein kuscheliges Gefühl gegeben. Es hört sich total doof an. Ich fand es auch echt mies, dass sie danach wieder in Politik abgegangen sind, weil ich mich gerade so kuschelig, heimlich in meinen Emotionen gefühlt habe, weil ich mich erinnert habe an Dinge. Und es ging halt um, wie heißt es, die hört zu. Es ging um Fernsehzeitschriften, und es ging darum, was für ein Gefühl das war, damals die hört zu haben. Ich weiß nicht, wie alt ihr seid. Ich weiß nicht, ob ihr die Hör zu im Haus hattet. Wir hatten die Hör zu im Haus, und ich fand das immer großartig. Am Schluss gab es noch diese Bilder, Fälschung und Original. Und ich kannte auch die Tochter von die diese Bilder gemalt hat. Die hatte dann bei sich im Haus auch Dali-Bilder und so weiter hängen, die ihre Mutter gemalt hat, die für die Hör zu halt. Und es ist halt, ja, diese Zeitschrift, ich lese sie jetzt wieder, nicht wegen dem Programmteil, sondern wegen den Berichten drumherum. Ihr habt ja immer noch zu den Dokus, die laufen, so Kurzberichte und so weiter. Und deswegen lese ich halt auch eigentlich jede Woche die Hör zu mittlerweile wieder über dieses Readly-Abo, wo ich habe, das ich habe, wo ich ja Zeitschriften im Abo habe.
Und Readly gehört, also Hörzu gehört eigentlich für mich immer dazu. Ich habe jetzt erfahren, dass Kai Kove seit 30 Jahren in der TV-Spielfilm eine Kolumne hat. Ich muss unbedingt mal gucken, ob die TV-Spielfilm da auch lesbar ist innerhalb des Abos. Dann würde ich mir natürlich immer die Kolumne von Kai Kove durchlesen. Naja, jedenfalls ging es da um diese Erinnerung, wie das damals war, wenn er wusste nicht vorher, was läuft. Das heißt, wenn ihr ein Filmjunkie wart, so wie ich bin dann ja irgendwann auch auf die TV-Spielfilm genau deswegen umgestiegen, weil ich wissen wollte, welche Filme laufen. Aber dieses Entdecken, oh, der Film läuft und sich dann darauf freuen und den Abend reservieren für den Film. Und das war einfach etwas ganz, ganz anderes. Das war genauso, wie ich Videotheken total vermisse. Streaming, alles ganz schön und nett, aber ihr habt halt nicht dieses Gefühl, was euch damals eine Videothek gegeben hat. Ich habe Videotheken geliebt. Es war mein Eldorado. Ich war ja totaler Film-Junkie. Ich habe ja auch alle möglichen Filmzeitschriften gelesen. Ich wollte Regisseurin werden. Ich habe DVDs gesammelt. Wir haben eh noch eine DVD-Sammlung. Holla. Ich habe mich, glaube ich, nicht von einem Film getrennt. Ich sammle zwar seit Jahren, wird es nicht mehr aufgestockt, aber die Sammlung, die ich habe, die habe ich noch. Und sie, also diese ganzen. Dieses ganze Feeling, ihr geht da hin, ihr wisst noch nicht, welche Filme wieder da sind. Oder ihr habt schon davon gehört. Dann gab es immer so kleine Karten, na, da war das Plakat, und dann war daneben war gerade, worum es geht. Und dann, na, ich habe die Dinger gesammelt und geliebt. Geliebt habe ich sie. Und dann zu fragen, ob, wenn die Kinoplakate ausgetauscht werden oder hier diese Ständer, die sie hatten, ob man die dann haben kann. Ich hatte einen richtig tollen von Fluch der Karibik und ich hatte auch ziemlich viele coole Sachen von Harry Potter. Aber die habe ich aus dem Mediamarkt tatsächlich gekriegt, weil Ma gesagt hat, ja, wenn die abdekoriert werden, könnte die meine Tochter haben. Und ich lag krank im Bett oder kam mal wieder, hatte diese ganzen Plakate von Severus Snape und so weiter, weil die Frau gesagt hat, wollten wir jetzt eher umdekorieren. Jungs, los, holt das mal runter. Wir können Mädchen glücklich machen. Und ich habe es einfach geliebt. Also Filme waren so völlig mein Ding und ich vermisse halt dieses Feeling von Videotheken, es ist nicht vergleichbar, dieses etwas sofort haben zu können. Es ist nicht vergleichbar, gut informiert zu sein, als sich einfach mal auf Dinge einlassen zu können. Ich meine mal, ich wäre wahrscheinlich niemals auf meinen absoluten Lieblingsfilm Almost Famous gekommen, wenn, weil von der Handlung oder so hätte es mich nicht interessiert, aber auf einmal stand ich in dieser Videothek und dann war da wie so ha, Funkeln um diesen Film und es wurde mein absoluter Lieblingsfilm. Und wann immer ich ihn gucke, jetzt natürlich nur noch in der Extended Version, ist und bleibt es mein Lieblingsfilm. Jedes Jahr kann er mich wieder aufs Neue abholen und es ist einfach mein Lieblingsfilm. Aber es ist ein ganz, ganz anderes Feeling gewesen. Und sie erinnern sich halt zurück. Sie erinnern sich auch da in ihren Folgen daran zurück, wie es war damals mit dem Schulkiosk und so weiter. Und dieses Nostalgiemäßige gibt mir ein richtig fettes, heimliches Gefühl. Ich halte mich ja nicht für einen Nostalgiker. Das bedeutet, ich habe ja eigentlich nicht so, ich hänge mir keine Fotos auf, ich gucke mir keine Fotos an. Wenn ich einen geliebten Menschen oder Tier verliere, gucke ich keine Fotos mehr davon. Ich konfrontiere mich nicht mehr damit. Ich weiß, dass manche Leute ja auch zig Fotos oder so an der Wand kleben haben. Für mich ist das nicht. Ich brauche dann den Abstand. Ich bin halt ein anderer Trauertyp vielleicht, aber ich bin auch eigentlich ja nicht diejenige, die viel an früher denkt oder redet oder sonstiges. Aber ich merke jetzt richtig, wenn ich andere von früher reden höre und mich dann an meine eigene Kindheit erinnere, an diese Kleinigkeiten wie zum Beispiel den Schulkiosk und an das Ballisto, was sich einer geholt hat und die arme Pfeife, die das getan hat, hatte zig Bettelhände drumherum. Ach, das ist einfach, man erinnert sich wieder und ich merke gerade, dass mir das ein ganz, ganz warmes, tolles Gefühl gibt.
Schlecht nur, dass die dann wieder abgerutscht sind in die heutige Politik. Das fand ich nicht so beruhigend, wie ihr euch denken könnt. Naja, aber jedenfalls Kalk und Welk, ich fand das richtig, richtig schön. Und es ging auch ein bisschen um das neue Buch von Gottschalk. Ich bin wirklich am Überlegen, wenn ich es in die Hand kriegen sollte, ob ich es lese. Eigentlich interessiere ich mich für Gottschalk nicht wirklich. Ich folge zwar dem Podcast und höre die auch relativ regelmäßig von Mike Krüger und Thomas Gottschalk. Das geht immer ganz gut, wenn man putzt, und das meine ich nicht abwertend, aber das ist gut bei Gartenarbeit oder sonstiges. Wenn ihr mal 5 Minuten nicht mitkriegt, fängt er euch ja wieder auf. Es ist nicht so informationsintensiv. Und nee, natürlich sind wir alle mit Gottschalk aufgewachsen, zumindest meine Generation. Und für viele von uns ist es halt so dieser Moment. Das ist genauso, wie wenn ich das Tedeum höre. Ihr wisst, diese Europa-Eurovisionshymne. Also, wann immer das Tedeum läuft, dann bin ich ja schon wieder in meiner Kindheit zurück, sofort geschleudert durch dieses Lied. Dieses dum 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 dum. Also, ich werde euch jetzt nicht weiter damit quälen, aber es lief halt immer vor diesen Samstagabendshows, wo die ganze Familie noch zusammenkam, wo man alle vorm Fernseher gesessen haben. Und dann hieß es: Top, die Wette gilt. Und deswegen, Gottschalk ist halt jemand, der noch für intakte Familienabende auch in vielen Familien, glaube ich, steht, und deswegen auch bei vielen einen Softspot hat. Mama mochte ich nie wirklich. Hat immer ein bisschen rumgenörgelt, wie Gottschalk so mit den Frauen umgeht, schon damals. Das bedeutet, dass er bei mir in der Familie halt immer in Kritik war. Deswegen verstehe ich jetzt nicht unbedingt diesen Riesenaufriss, dass er sich plötzlich gewandelt hat und so weiter und so fort. Ich habe jetzt auch das Drama mit Kachelmann durchaus mitbekommen. Wenn ihr es nicht mitbekommen habt, googelt es. Aber ja, jetzt hat er ja ein neues Buch rausgebracht. Ich glaube, es heißt Ungefiltert. Und in dem Podcast haben sie gesagt, dass er wahrscheinlich aber auch der Verlag ein bisschen sehr darauf losgeht, eine Debatte halt dadurch noch hochzuholen, damit sich da ordentlich gekracht wird, damit die Leute das Buch kaufen. Weil sofern ich das jetzt mitgekriegt habe, läuft der Buchmarkt zwar gut, bei TikTok hat mich dazu gebracht, dass ich es kaufe, aber bei, ich will jetzt niemanden zu nahe treten, ich hoffe, ihr wisst ganz genau, was ich meine, aber bei hochwertigeren Büchern ist es halt, dass die Verkaufszahlen nicht unbedingt super gut laufen. Ich hatte jetzt einen Bericht über den Suhrkamp Verlag gelesen, die ja 2022, glaube ich, 270.000 miese gemacht haben. Ich glaube, das war im Fokus ein Artikel. Ich weiß gar nicht. Da ist irgend so eine Zeitung, die ich bei Readly immer durchblätter und mal den ein oder anderen interessanten Artikel lese. Und ich glaube, das stand da. Und dass es jetzt mittlerweile klar ist, ob jemand einen Buchpreis gewonnen hat oder sogar der Nobel-Literaturpreisträger. Deswegen werden die Dinger nicht mehr verkauft. Ich hatte jetzt gerade ein bisschen mich beschäftigt mit Früchte des Zorns von Steinbeck. Und da war ja sogar noch die Kinotrailer-Werbung, dass die Leute in die Buchläden gegangen sind und wollten Früchte des Zorns kaufen. Das war natürlich damals noch eine ganz andere Kultur, und ja, aber der Buchmarkt, es verkauft sich besser, und das war auch bei Welk so, oder Welke so ein bisschen der Punkt, wenn ein Skandal dahinter steht. Weil jetzt wohl auch Kalkofe ein Buch rausbringt, und es verkauft sich halt besser, wenn er ein bisschen polarisieren kann und die Leute ein paar Schlagzeilen raushauen können. Und deswegen gehen sie jetzt mal davon aus, dass das auch so ein bisschen PR-Masche ist, so ein bisschen Druck auf den Guten, dass halt Gottschalk sich so äußert, wie er sich äußert. Und halt vielleicht auch ein bisschen der uneinsichtig wirkt und keinen Meter zurückweicht, so nach dem Motto, dass das vielleicht alles auch ein bisschen, ja, zum Handwerk, das Klappern gehört zum Handwerk und zum Klappern dazu gehört. So, das Letzte, was ich euch noch mitgeben will, habe ich tatsächlich noch nicht zu Ende gehört. Ich finde es aber mega interessant. Es ist die Geschichte der Area 51. Area 51, für alle, die nicht
davon gehört haben. Schön, ihr seid noch nie mit Verschwörungstheorien in Kontakt gekommen. Ich gratuliere euch, dass ihr es bis hierhin geschafft habt. Bei mir, ich bin mit den Geschichten rund um Area 51 und Co. aufgewachsen. Erst durch Freunde, Bekannte. Erich von Däniken wurde in meiner Familie und in meinem Bekanntenkreis sehr viel gelesen. Und dann halt später über solche Serien wie Roswell und Akte X und so weiter. Da kam dann ja auch so ein bisschen immer das Gespräch auf Area 51. Und ja, ich gebe es zu, als sie den Sturm auf die Area 51 2019 halt angekündigt haben, habe ich mir Livestream-mäßig das angeguckt und ich fand es ultra deprimierend, dass sie es nicht gestürmt haben, weil ich wüsste auch ganz gerne, was da drin ist. Aber ich kann die Leute verstehen, dass sie sich nicht mit dem amerikanischen Militär anlegen wollten. Naja, jedenfalls habe ich dann auch von Adam Bewuva, glaube ich, da und hat sich dann noch angeguckt. Es gab ja auch noch Feierlichkeiten rund um dieses Ereignis, aber sie haben mit 2 Millionen gerechnet, die in diese Militärbasis eindringen wollten, aber es waren dann nur 3000 Leute. Und die wollten den Naruto-Runner machen. Ihr wisst, Hände nach hinten, Kopf nach vorne, Naruto-Runner aus dem Anime. Ja, es war alles eine ziemlich lächerliche Episode. Ich habe es mir trotzdem per Livestream reingeguckt. Ich dachte, vielleicht wird es ja ein geschichtsträchtiger Tag und du hast es dann wenigstens per Livestream miterlebt. Ja, war aber nichts. Dennoch, ich fand die Idee auch einfach süß mit den Naruto-Runnern. Also, naja, egal. Jedenfalls hat er die Geschichte von der Area 51 innerhalb kürzester Zeit jetzt so da reingepackt. Wie gesagt, ich habe es noch nicht zu Ende gehört. Ich bin jetzt gerade damit durch, dass das Militär zugegeben hat, erst 2013, glaube ich, dass es die Area 51 gibt, nachdem sie es ja nicht mehr verschweigen konnten. Ja, aber es ist ja immer so, dass noch viele Leute da sagen, dass da irgendwas mit Aliens und so weiter ist. Also für alle, ich habe es euch nicht erklärt, was die Area 51 ist. Jetzt habe ich es gerade kapiert. Also jedenfalls ist es eine Militärbasis, wo sie angeblich Wrackteile von UFOs haben und halt vielleicht auch Kontakt zu Aliens hatten. Das so sind die Verschwörungstheorien dazu. Was wirklich dahinter steckt, ich habe keine Ahnung. Ich muss aber auch sagen, auch wenn ich nicht jede Verschwörungstheorie glaube, finde ich es immer spannend und interessant, sie mir genauer anzugucken. Ich mag das. Ich mag es, Geschichte oder so zu hinterfragen und zu fragen, hätte das nicht auch anders ablaufen können? Das ist genauso wie es in englischen Geschichtszeitschriften gibt, What If? Und die beschäftigt sich damit, was wäre, wenn bestimmte historische Ereignisse nicht stattgefunden hätten, wie hätte sich die Geschichte halt weiterentwickeln können. Ist wohl auch so ein bisschen Wissenschaftssport für so Denksport für Historiker, dass man sich einfach mal überlegt, okay, wäre die Schlacht jetzt anders ausgegangen, was hätte das weiter für die Menschheit bedeutet? Oder wie hätte es ausgesehen, wenn der oder der nicht auf der politischen Bühne erschienen wäre oder viel früher abgedankt hätte. Was wäre wirklich passiert? Wie sähe dann vielleicht unser Leben aus? Wie hätten sich die Grenzen verschoben? Was für einer Welt würden wir leben, wenn wir ein Detail, ein wichtiges Detail, aber ein Detail ändern? Und das finde ich ist immer sehr, sehr spannend. Und Verschwörungstheorien machen sowas ja auch ganz gerne, dass sie mal ein bisschen Gedankengymnastik von einem verlangen, Dinge anders zu sehen, als man sie eigentlich sehen würde. Ja, also dieses Wissen mit Johnny finde ich bis jetzt sehr gut. Ich weiß nicht, inwieweit das irgendwie stichhaltig ist, also realitätsnah ist, was er da immer sagt. Aber ich habe meine Freude daran und ja, werde mich jetzt auch sicherlich durch mehr Episoden von Wissen mit Johnny hören, während ich ausmale. Ich wünsche euch jetzt jedenfalls eine richtig schöne Zeit. Ich habe euch gar nicht noch mehr was zu sagen und macht's gut. Bis zum nächsten Mal. Bye bye.